Rainer Sturm aus Oberösterreich vom Darts Club 167 spielt gegen Patrick Trinkler im Finale. Patrick Trinkler vom DC Darts Control. Ja, wie schätzt du das ein? Weil du hast gerade gesagt, du bist gegen einen Patrick ausgeschieden, glaube Ja, ich durfte auch dann die nächste Partie schreiben gegen Trinkler Patrick gegen Straub Markus. Okay. Das war eine sehr, sehr, sehr spannende Partie und Okay. das hat der Trinkler Patrick mit 2 High Finish überhaupt zum 5:3 souverän mit 138er Finish beendet. Triple 20, Triple 20, Doppel 9. Respekt, ja. Und der Straub ist aber auf 40 Rest gestanden und jetzt ist eigentlich sehr, sehr, sehr spannend. Ja, Also und jetzt im Finale haben wir noch ein Leg mehr zu gewinnen. Das heißt, es geht Best of Best of 11. 11. Das heißt, man muss 6 Legs gewinnen, um den Staatsmeistertitel zu erzielen. Und Rainer Sturm beginnt 25. mit dem Bullwurf und hat ein grünes Bull. Wer den Bullwurf gewinnt, darf das erste Leg 25. beginnen. Ebenfalls grünes Bull. Das heißt, Patrick wirft als nächster. Jetzt dann zuerst. 50. Oh, Rotes rotes Bull. Bull. Das wird richtig spannend. Jetzt, Jetzt wird's was spannend. wird Rainer Sturm machen? Patrick beginnt das Okay, erste Mal. Outside, das heißt Patrick beginnt. Klarer, klarer, Ja, klarer ja. Start für den Patrick. Patrick beginnt. Also ich Patrick wünsche beginnt das beiden erste auf alle Leg. Fälle sehr viel Glück. Ja, ich bin neugierig, wie stark das Spiel sein wird. Man darf ein hochklassiges Spiel 43. erwarten. Jetzt einmal vorsichtiger Beginn von Patrick Trinkler. Auf alle Fälle. Also ich kenne beide. Ich durfte Ja. gegen in Zöbingen auch schon, da habe ich damals das Doppel mit dem Schneehannes gewonnen. Okay. Und da durfte ich auch schon gegen den Sturmrainer 41. bis jetzt nur im Doppel gegen ihn spielen. Und konnte, so wie gestern und damals in Zöbingen, gegen Sturmrainer gewinnen im Doppel. Oh, okay. Bin erst in Zöbingen gewonnen, wie gestern in 59. Leonharding. Und mit Trinkler Patrick durfte ich bei der EDF auch schon einmal im Nationalteam spielen. Also das wird richtig, richtig spannend. Beide 30. PDC erfahrene Leute fürs österreichische Das ist richtig, in genau. Graz, Ja. ja, haben beide schon die Erfahrung bei der PDC gemacht. 59. Ich glaube, jetzt kommt es halt darauf an, wer besser Ja, reinkommt. jetzt müssen wir da das Scoreboard einblenden. Kurz einmal zur Regie. 30. Okay. Oh ja, die spielen schon. Okay. Ah, okay, passt. 43. Danke. Danke. Wir kriegen schon ein Scoreboard. Super. Wie gesagt, verhaltener Beginn in Wirklichkeit. Aber wir haben ja 60. ein, wie gesagt, Modus Best of 11. 11. Das heißt, 6 Legs müssen gewonnen werden, um den Staatsmeistertitel hier zu erzielen. Das heißt, das Spiel wird noch richtig in Fahrt kommen. Ja, habe ich dich jetzt schon gefragt, wer dein 77. Favorit ist oder nur. Also Favorit, das ist immer schwierig auszusagen, wer der Favorit ist. Die sind beide Top-Spieler. Und ich gönne es an beiden, der 83. den Staatsmeistertitel erreicht, weil die stehen nicht umsonst beide im Finale. Also Patrick Okay. Trinkler im Viertelfinale hat er souverän gegen mich gewonnen, Halbfinale gegen den Straub Markus. Konnte es nicht mitverfolgen, wie der Sturmrainer die anderen Partien gespielt hat. Ja, also sehr 140. stark, ja. Okay, ja, Jetzt kommen schon beide in jetzt Fahrt, kommen sie in ja. Fahrt, genau. Ja, richtig. Wenn einmal die Initialzündung da ist, dann kommen wir gleich mal da die 90. 90, zumindest 3 Triple. Ah, Es ist immer irgendwie. leichter gesagt als wie getan. Ja, Das ja, ist. ja. Ah, spielt über 16. Okay. Game Shot, Tatsächlich erstes Doppel-Öff, Leck an also ein Patrick, er steht auf interessanter Weg. 1 zu 0. Ja. Souverän. Rainer Ich beginnt würde das 80 zweite nicht über Leck. 16 spielen, aber Ja. er hat es gemacht. Genau. Der, was checkt, hat recht. Aber jetzt geht's los. Jetzt geht's los. 100. 100. Jetzt geht's richtig los. Jetzt können wir ein sehr starkes Spiel hoffentlich erwarten. Ich Ich glaube. denke auch. Also wie gesagt, beim Damenfinale, das ist ja 5-0 58. ausgegangen Habe ich für gehört, die ja. Natascha Köpferling, aber es Genau, war auch viel gratuliere. enger, als die 5-0 aussagen würden. Und ich erwarte mir hier kein so eindeutiges Ergebnis, 100. aber man kann es nicht voraussagen, wie gesagt. Das ist detto wie gestern. Hat auch Genau. keiner geglaubt, dass wir 6-1 eigentlich Ja, gewinnen stimmt. gegen Smolcek mit 4 Kosten drauf. 140. 140. Sauber, jetzt geht's richtig los. Jetzt wird's richtig super spielen. Ah, jetzt weiß ich, wieso die Spieler da immer ein bisschen ein Problem haben. Die können das durch den, wieder 140. 140, super, durch Souverän. den starken Sonneneinfluss
Durch die starken Sonneneinstrahlung können sie ihren Restchor nicht bilden. 95, Rainer Ja, benötigt deswegen. Also jeder, der 161. schaut immer genau, wo er Rest hat. 161 braucht Aber der Bildschirm ist doch rechts. Also was ich mich an gestern erinnere. Auch. 65. Einer ist rechts, einer ist links. Ja. Sehr stark. Sehr stark nach 12, das 65 Rest. Ah, 96 Rest. Nein, ich meine Sturm. 38, Rainer benötigt 96. Aber auch Patrick hat sich die 170 stark gestellt. Das stimmt auf jeden Nach 12 hat es beide auf einen Check. Also sehr stark. Okay, 76, 16 und 56. Patrick benötigt 170. Jetzt musst du mal halt die 170 mal können. Ich habe sie von Patrick schon des Öfteren gesehen, aber. Ja, im Training habe ich es von mir auch schon gesehen. Das ist schon klar. Nein, ich habe sie im Bewerbsspielen schon gesehen. Also sogar unter Druck aufs Match gespielt. Okay, Doppel 5 Doppel zum 5. Ausgleich. Gameshot. Ja, ist es doch sehr stark 1-1. Der Rainer, 18 Darts, auch gut drauf. Patrick beginnt das dritte Leck. 100. Jetzt wird es richtig spannend. Das gefällt mir, aber ich mag sowas. Ich mag ja, sowas. Es passt aber auch der Rhythmus sehr gut. Also die beiden Spieler spielen einen angenehmen Rhythmus, glaube ich. Also stimmt. Aber was ich halt auch gelernt habe, zum Beispiel vom Menso damals 2016, ja, solange es nicht aus ist, hat man Chance. Drei frische Darts. Ganz genau, ja. 50. Ja, zwei Triple 5. 50? 50 Punkte, ja. 60. 140? 81. Ja, unlucky. Aber geht schon weiter. Ja, man sieht es jetzt nicht ganz genau, aber natürlich sind einige Zuschauer auch 60 dabei und wollen sich dieses Schmankerl nicht entgehen lassen. Wie gesagt, Finale der österreichischen Meisterschaften. Ich gönne es ein Bein. Und da schaut es nach einem Maximum aus. Wunderbar, stark, ja. Patrick. Sehr stark. Patrick. Und wieder noch 12, da hat 97. Das ist souverän. Das ist sehr stark. Sehr starkes Niveau. 45. Patrick benötigt 97. Single 19 auf 78. 60. 57. 40. Genau. Man sagt immer, ja, drei frische, ist ja klar. Genau, immer genau atmen. Und hat auf jeden Fall auch genug Zeit, weil Rainer Sturm nicht einmal in der Nähe noch von einem Finish ist. 96. Das heißt, er hat 6 Darts für 40. Also, von der Theorie sollte er es machen. Ja. Ich kann druckfrei spielen. 30. Ah, ja, 10 Rest, das ist immer so, natürlich 3 Darts für 10 Rest, das ist immer so eine Geschichte. Erster Darts möchte man immer drinnen haben, Doppel 5, dann geht vielleicht drüber, dann Single 5, zweiter Darts, dann schaut schon anders aus. Schau, 100. 10. Ja, ein bisschen Druck hat er auf jeden Fall gemacht und Patrick. Game Shot. Dann da ist es, das meine ich. Da genau das meine ich. Man möchte bei Doppel 5, also so bin ich immer den ersten drin sein. Genau. 60. 140. Ja, wow, sehr stark. Ja, jetzt sind sie eingekruft, also jetzt ist sehr stark. Sehr stark gekontert vom Trinkler Patrick auf alle Fälle. 100. Und wieder schöner letzter vom Sturmrenner auf alle Fälle. Und es geht weiter. Sehr, also jetzt schaut sehr gut, jetzt kann es richtig, richtig 137. Wow, sehr stark. Nach 6 Starts auf 224 ist sehr gut. Ist wirklich, das ist... 57. 57. Jetzt braucht er ein Triple. 40. Ja, 40 Punkte. 40 ist kein Finish. Jetzt kann Rainer sein Anruf legen übernehmen. Aber da geht es halt immer darum. Triple brauchen, ja. 97. Ja, schöner Letzter. Sehr schöner Letzter von Sturm Rainer. 179, 160.
27. Patrick benötigt, Rainer benötigt 107. Ich würde über 19 spielen. Er spielt scheinbar um. Ah nein, er spielt hier unten, hast du recht. 50. 50. 10. Ah, er spielt über 32. Das ist sein Lieblings. Game Shot 4. Sehr stark, sehr, sehr, sehr stark. High Finish, ja, zum 2-2. Stark. Rose geht einigermaßen aus. Wir sehen ein Finale bis jetzt auf Augenhöhe. 100. Von den Schnitten ungefähr. Und vom Rhythmus sehr schön. Ich glaube, beide können über 80 spielen. Ja, ja. Auf alle Fälle. Ja. Auf alle Fälle haben Potenzial, dass beide 80 spielen. Absolut, ja. Mhm. 80. 100. 100, ja. Sehr stark. Was halt ich auch immer sage, du brauchst nicht einmal 140 64. oder 180, damit du 15 Darts spielen kannst, rein theoretisch gesehen 100, 100, 100, 100, 101 Check, wie es mal also ist, mathematisch. Ja, ja, genau. Ja. Da 97. ist halt der High-Check dabei, das muss man schon dazu sagen, ja. Mhm. Ja. Sehr stark. 96. Das, 96. Mhm. Das macht richtig Spaß zum Zuschauen, so welche Spiele machen richtig, richtig Spaß. Mhm. 96. Souverän. Ja, also da geht's wirklich dahin. Nach 12 Darts 108 Rest ist souverän. Jetzt kommen wir, wie ich gesagt habe, dass man so einen Finish kommt. 91. Rein. Ja. Und Patrick schon wieder. Benötigt 100 also, und beide können 15 Darts spielen. Ja, genau. Sehr stark. Oh. 95. 13 Rest. Das war jetzt unerwartet. Mit einem Single 19er hätte er eine schöne, einen schönen Rest gehabt. Richtig. 13. 100. Jetzt, jetzt kommt halt drauf an, was der Rainer macht. 150. Ich schätze, er spielt zweimal Triple 19, aber ich weiß es Triple 20. Glaubst du echt? Ja. Ah, okay. Da kennst du ihn schon besser als ich. Da kennst du ihn besser als ich. Ich habe ihn schon ein bisschen verfolgt, ja. Ja, eben. Ich bin halt so der Typ, wenn ich den ganzen Tag auf 60 spiele ja, und ich muss checken die 150, dann spiele ich über 60. Ach, Patrick am Check. Letzter Dart. Sehr stark mit dem letzten. Ja, sehr stark von Patrick mit dem letzten. Das muss man wirklich 18 sagen. 18 Darts hat er jetzt wieder gespielt. Also das ist absolut. Wurscht, ob das 18, ja, 21, 24 sind. Wenn du den letzten reintriffst und du führst 3-2, ist souverän. Wie gesagt, ich check das. 82. Ja, ja. Ich finde das richtig spannend. Sehr und wieder gut. Wieder Triple dabei, sehr gut, ja. Jetzt sind wir bei dem, was ich gesagt habe, 80 Schnitt. 60. Ja, das kennen sicher beide, ja. Auf alle Fälle. Die können auch beide 100 spielen. Ja, das habe ich aber vom Final Patrick öfter schon gesehen als vom Rainer, wobei Finale ist immer Finale. Finale ist immer ganz anders. Genau, genau. Schöne Letzte von Patrick wieder, okay. Sehr schöne Letzte von Patrick. Ja, das meine ich, was? Das ja, aber ganz irgendwo rechts steht ja, steht da an, aber ich habe auch gestern habe ich auch immer auf vielleicht war auf den anderen geschaut, ja. Auf das Tablet geschaut, nicht auf den Bildschirm. Gestern, wie ich mit Aaron hatte, gespielt habe, ich nicht einmal auf den Bildschirm geschaut. Ah, okay. Oder wie heute, ich habe die Gruppenphase durfte ich auch wieder live streamen, also live spielen, ja, ja. Und ich habe immer links geschaut. Passt. Die ganze Zeit. 98. Oh, 98. Das ist souverän. Nach 12 Darts, das ist sehr stark. 123. Puh, guter Letzter. 123. Gut auch korrigiert überhaupt. Ja, aber Rainer auf einem 2 Dart Finish. Also aber beide nach 12 Darts. 95. Ja. 76. 48. Okay. Den letzten habe ich nicht verstanden. Den habe ich überhaupt nicht. Ach so, 64 waren das. Nur zu 40 Grad. Okay. Könnte stimmen. No score. Okay. Das ist, ja. 89. Ja. 57. Ja. Da stand 137 eigentlich. Tatsächlich? Ja. Okay. Also da gibt es jetzt ein... Da stand 137. Ja, ja, da hat sie absolut. Das ist, ich habe jetzt gesagt, du musst das... Gesprungen sind, ja. Triple 8. Nein, das war er. Triple 8 war
genau. Patrick hat 137. Ja, das wird jetzt geklärt. Aber der Rainer hat 160 geworfen davor? Entschuldigung, Verzeihung. Der Rainer hat die 60 geworfen, das stimmt. Der Rainer hat 100 Rest gehabt. Ja. 52 Rest. Im letzten hat er Triple 8 getroffen. Deswegen, ja, denken wir, das waren keine 60. Ja, eben, stimmt. Er hat keine. Er hat 48 geworfen und 52 Rest. Eben. Genau. Und nicht umgekehrt. Rainer hat 52 okay. Rest. Also für ein spannendes Spiel würde ich mir natürlich hoffen, dass der Rainer natürlich das 3-3 macht. Für ein spannendes Spiel. Sinn, also unparteiisch gefunden. Ja, ganz klar. Wie wir das spielen? Oben über 20? Ja, ja schon. Er liebt Doppel 16. Aha. Hat aber nur einen Dart jetzt. Game-Shot. Oh, sehr stark. Das war sehr stark. Das ist sehr stark. Noch der Enttäuschung des Einsatzes. Ja, das ist sehr stark. Das ist auch immer, was ich sage. Wenn du drei Darts in der Hand hast, hast du 100% die Chance zum Checken. Wenn du nur noch einen hast, hast du 33,33. Okay. 100. Jetzt sind wir genau dort, dass beide 80 im Finale ungefähr, stehen. Ungefähr, ja. Gut korrigiert. 81. 81, sehr gut korrigiert. Macht er 140? Er spielt um. 99. Gut, erster Dart 302, immer über 18, überhaupt wenn du gegen gute Leute spielst. 45. Da ist es ja, halt so ein bisschen träge, weil der Rainer auch weiß, jetzt scoret der Patrick nicht so gut und wenn er muss ein Break erzielen, um das Finale zum Gewinnen. Patrick steht nach 12 Darts wieder am Finish. Mit 140 kann er natürlich auch auf dem Finish stehen, der Rainer. Mhm. 80, auch, oder? 140. Ja, Patrick, ja, 161. Also. 90. Gut, Rainer geht's. Benötigt muss man sagen. 140. Ja, muss sagen, ja. Aber er muss, Rainer, wenn er das Finale gewinnen will, muss ihn einbrechen, ja. Genau. Sehr stark. Wieso nicht jetzt? Zum Beispiel Top mit 10? Doppel 10, ne? 120. Unlucky. Patrick benötigt 71. Triple 17 oder Triple 13? 13, 5, Single 18 für. Oh, Single zahlt daneben. Jetzt hat er die Chance für Spiel. Jetzt hat er die Chance für Spiel. Richtig. Und dann muss er natürlich andere bringen. Wir dürfen jetzt nur keinen Bildausfall 16. haben, denn 4 Rest. Das können wir uns jetzt nicht leisten. Wir wollen es auch sehen. 4 Rest. Nicht nur hören. Okay, Patrick, 3 Darts für 40. Game Shot, 7. Leg an Patrick. Er stellt auf 4-3. Rainer beginnt das 8. Und jetzt Leg. Muss der Rainer halt weitermachen. Ja, er steht immer unter dem Druck, diesen einem Leg nachlaufen zu müssen. 100. Sehr guter Start, auf alle Fälle sehr guter Start, aber weil eben der Patrick den Bullwurf gewonnen hat. Ja. 96. Auf, auf alle Fälle 96. Ja. Jetzt sind wir genau beide mit 80 Schnitt, genau dort, was wir politiziert haben. 60. Ja. 94. Ja, alle Fälle gute Liste. Dabei. Ja. Genau. Jetzt muss der Rainer halt Minimum an 100 werfen, dass er seinen Anwurf legt, natürlich die Chance hat, besser zu gewinnen. 85. Ja, okay, das geht gerade. Ja, auch natürlich. Noch, aber natürlich. 58. Okay, jetzt so gesehen ist wieder alles ausgeglichen. Einigermaßen gut, ja. Aber ich glaube, der Rainer hat immer. Der muss immer die Vorlage bringen jetzt. Braucht er da drin? 100! Ja, 100. Steht am Finish noch 12 Darts, also wieder
Das ist souverän. Nach 12 Darts immer auf dem Finish stehen ist eigentlich sehr gut, weil du kannst 18 Darts spielen. Ja, schau, du könntest. 80 geworfen. 99. Ja, Rainer also benötigt das ist beide nach dem Auto. Du kannst 18 Darts ist ja immer gut. Ja. Sechste Runde spiele mal. In dem Fall sind das 15 Darts. Ja, also, natürlich, wenn du die 156 mit dem High Finish. Aber einfach versuchen sich zu stellen. Jetzt am 60er noch. 39. Ja, Triple 1. Patrick 97. 154. Ah, 117, entschuldige. Das 97. Schaut verdächtig aus. 94. Rainer benötigt 117. Die sind jetzt schon fast notwendig. Ja, auf alle Fälle. Jetzt kann das 70. Break kommen von Patrick. Oh, 55. 50 hat er ein Dart. Aber das ist der Sturm Rainer hat auch jetzt den ersten Dart getroffen. Ja, natürlich. Jetzt einen kommt genau der Moment. Das ist so aufs 5-3. 40. Umgekehrt wieder. Aber er hat auch. Der Rainer muss natürlich jetzt die 80. Zwei Darts. Schließen, jetzt ist die Frage, geht er über 16 oder über 20? Nein, bevor er 20. Muss 20 spielen. Also ich, ja, ganz sicher. Muss er spielen. Ja, 60 jetzt braucht er noch einen Single. Ja, oh, gut jetzt gesetzt, sehr gut. 60. Ah, aber wenn ich. Patrick benötigt 20. Ja, ich glaube, er macht das 5-3. Befürchte ich. Ich glaube. Ja, 5-3 von Patrick. Und jetzt hat er das Break, was der Rainer versäumt hat. Genau. Und jetzt kann der Patrick das normal einen Schluck Wasser nehmen, um den Gegner zu beeinflussen. Ich konzentriere mich jetzt. Ich habe das 5-3 gemacht. Lasst ihn ein bisschen länger darüber nachdenken. Genau, genau so. Das möglicherweise schon vorentscheidende Leg, weil wenn der Patrick das Leg jetzt gewinnt, ist er Staatsmeister. 41. Und jetzt, er läuft zwei Breaks hinterher, damit er Staatsmeister wird. Ja, ja. Und aber guter Erster, guter Zweiter, haben wir in unserer 180. Oh, ja. Ich würde sagen, so spürt man das, wenn man unter Druck ist. Bravo, wirklich. Ja, sehen wir den ersten Neuner heute. Nein, also nein. Gerne, ja. Ja, gerne, auf alle Fälle. Also, jederzeit, ne? Naja, der war ein bisschen weiter von Neuner, aber wurscht. Ja. Guter Letzter, gut Triple korrigiert dabei. Mit dem Letzten, sehr gut korrigiert. 81 geworfen für 42 Rest. Also ich wäre schon sehr zufrieden, wenn der Rainer dieses Leg jetzt gewinnen könnte. Aufs 5-4 auf alle Fälle. Dann fängt er an und da sind wir halt beim... Jetzt ist halt so, dass der Patrick ein bisschen den Kopf schüttelt, weil er es gerne nach Hause bringen natürlich, möchte. Ja. Auf alle Fälle. 95. 5-3 führen, ein bisschen locker nehmen. Wie denkt man darüber nach und so. Genau. Ich kenne es ja. Aber für uns als Zuschauer ist natürlich das Ideale, wenn der Rainer jetzt das Leck holt. 57. Rainer benötigt 145. Ja, das ist super. Unglaublich. Das ist wirklich super. Single Pool? 59. Ah, naja, 86 Rest. Jetzt braucht er zwei Triple. Jetzt braucht er zwei. Ich glaube, irgendwas stört ihn. Patrick da. 40. Rainer benötigt. Das sollte, 86. Da sollte jetzt der Rainer holen. Also ich stehe raus und mache zu. Für 86. Auf alle Fälle. 68 über 20. Na, der wird ja doch nicht Pool spielen. 54. Ah, okay. Er spielt doch da. Sicher. Sehr sicher. Ja. Sein Lieblingsdoppel ist anscheinend Doppel 16. 60. Rainer benötigt 32. Wir sollten sie nochmal über das auf dem Bildschirm geschaut. Nur aufs Tablet. Unlucky. 24. Patrick benötigt 160. Ob er es macht, 160 also, aufs Match. Ich glaube, der Markus Straub kann über die High Finish von Patrick Winkler ein Lied singen. Im Semifinale musste er zweimal High Finish einstecken. Selber einmal 135 und einmal 138. Ich habe es ja geschrieben. Also das, aber im Finale ist immer noch eine andere Stufe, ein High Finish überhaupt aufs Match zu machen. Patrick benötigt 8. Wie gesagt, wir würden schon. Rainer benötigt 8. 8, ja, ich. Ja, und da ist es, okay, das Break, ist 4. Break. Er steht auf 4-5 und beginnt das 10. Leg. Ein Decider willst du sehen? Ich schon. Ich würde natürlich gerne einen sehen, aber jetzt muss man mal schauen, was der Rainer im 10. Leg macht. Aber wenn der Decider kommt, wer ist dein Favorit?
Das sage ich dir erst dann, wenn der Decider kommt. Ja. 100. Guter Beginn vom Rennen auf alle Fälle. Aber ich glaube, jetzt konzentriert sich auch der Patrick wieder mehr. Nachdem ja, jetzt auf jeden Fall 134. Ja, eben, sehr fokussiert. Also eben, das ist jetzt das ist immer so, du führst 5-3, denkst ja, du fangst doch noch an und denkst du so, naja, jetzt spiele ich das locker runter. Das wollte ich ja sagen, wie du 15. zu mir sagst, ja, die 15 Punkte jetzt. Ich will einen Decider haben. Ja, ich will einen Decider haben, aber ich befürchte, ja, dass der Patrick das nicht will. Nein, wer will das? Keiner will einen Decider. Niemand. Ja, außer die Zuschauer. Ja. Als Spieler selber will man nie einen Decider. Der Straub hätte gern den Decider gehabt. Also ich sage auf jeden Fall, der Rainer will den Decider. Der ist 140, der ist da, schon, der ist souverän da. Na Gott sei Dank. Also schau. Nach 9 Darts 256 ist souverän. Ich sage immer, nach 9 Darts, dass du 46 Triple haben, ja. Dass du noch mit einem Triple dann ein High Finish hast nach 12 Darts, das ist sehr stark. Dass du deine 18 Darts spielen kannst. Ja, Triple wäre genau. 100. Ja, guter Letzter vom Rennen. Sehr guter Letzter. Also er braucht zwei Trippeln. Ja, ja, aber falls jetzt auch einseitig ist, ich halte in dem Leg jetzt wirklich zum Rainer. Ja, das 120. ist mir schon klar, dass da viel kommt. Sehr gut. 139. Ja, er macht es gut. Doch, also das Spiel bleibt über Triple 19 oder über 20? Das ist genau 138. Also wie würdest du spielen? Über 19 oder über 20? Die 138? 146. Nein, ich würde über 20 spielen. Ja. Weil du die ganze Zeit auf ein Spiel spielen solltest. Aber die 138 wäre jetzt interessant, weil, wie gesagt, Déjà-vu? Es könnte sein. Ja, Déjà-vu? 78? 58? Schade. So, und schade. Jetzt muss es zumachen. Jetzt muss es zumachen, weil... Ich sage, er macht das in den Bull. 19, 20 in den Bull. Glaub mir, 19, 20, jetzt in den Bull. Bitte. Zack, zack. Ah, der Versuch 47. war tot, war jetzt gerest. Und jetzt sehen wir die Matchstart für Patrick Trinkler. Die Chance lebt. Die Chance lebt immer, jetzt. Aber ich denke, wer war jetzt der Startmeister? Wer war jetzt der Großnack Patrick. Und jetzt ist es vielleicht wieder ein Patrick. Ja. Und zwar Patrick Trinkler. Ja, Applaus, Patrick, Applaus. Absolut. Es ist okay. Wie du gesagt hast, ungefähr 80 Schnitt. Ja. Finale ist immer was anderes. Absolut, und ich war ja auch gestern sehr, sehr stolz darauf. Ich habe mich nicht einmal auf unseren Average gestern konzentriert, der Aaron Hardy, und wie wir gespielt haben. Und auf einmal erfahre ich, wir haben gespielt 81,28 Schnitt gestern im Doppel. Ja, das war sehr stark. Und jeder, wie gesagt, 79 Schnitt sehr gegen sehr 78 ich gratuliere Schnitt, also auf Augenhöhe. Herzliche Gratulation an Patrick Trinkler und Rainer Sturm, Staatsmeistertitel. Vizestaatsmeister. Ja, Vizestaatsmeister für Rainer Sturm. Wirklich auch eine sehr gute Leistung und wir haben ein durchaus hochklassiges Finale gesehen. Auf alle Fälle. Andreas, bedanke mich vielmals bei dir fürs Kommentieren, für deinen Fachkommentar.